Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren First Look von Shocks Bay. Nämlich, wir spielen diesmal Dragon's Dogma Dark Arisen. Ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Ist eigentlich ein unbekanntes Spiel, muss man dazu sagen. Kam, habe ich vor. Als ich das jetzt spiele, ist es so vor einer Woche her, dass es, glaube ich, rauskam. Und ich bin total gespannt, was dort auf uns zukommen wird. Und einmal Start-Taste drücken. So, nee, ach, brauche ich nicht. Dieses Spiel benutzt einen Autospeicher nach irgendwas. Ja, ist ja jetzt gut. Beiladen werden erstellt. Warum das denn jetzt? Seite. Nein, ich will keine Runterladen-Inhalte haben. Die Anfangserstellung des Spiels. Willen Sie. Okay, fortfahren. Die Helligkeit. Die Helligkeit so einstellen, dass A und B. A gut und B kaum sichtbar ist. Naja, ich lasse es lieber auf hell. Für euch, damit ihr besser sehen könnt. Ja, hier X-Achse, Y-Achse brauche ich nicht. Sprachausgabe. Hat Japanisch oder Englisch? Kein Deutsch? Ui. Vasallen-Untertitel. Fett. Videosequenz, Untertitel, ja, mach mal. Und den Schwierigkeitsgrad wählen. Normal, einfach Modus. Normal, mach normal Modus. Gut. Ach, und jetzt sind wir jetzt erst hier drinne im Hauptmenü und auch gleich starten. Was? Schwermodus? Was ist denn ein Schwermodus? Ist egal, nehme ich, wir spielen jetzt gleich die Kampagne von Dragon's Dogma Dark Arisen. Nein. Cooler Ladebildschirm. Die heruntergeladenen Inhalte werden überprüft. Ich habe keine Inhalte heruntergeladen. So, eine riesige Armee geschaffen, um einen Drachen zu erschlagen. Den Inbegriff des Bösen. Doch von diesem derart furchteinflößenden Gegner wurde sie zernichtet. Zernichtet? Die Hoffnungen des Volkes wandten sich einen Auserwählten aus. An einen anderen Ort, in einem anderen Leben, beschreitet ein anderes Menschenkind euren Pfad. Okay. Retreat holds only death arisen. Eine Laterne vertreibt die Dunkelheit. Drücke Select, um euer Inventar zu öffnen. So, ach, jetzt habe ich hier was neu. Was neu? Ja, Heilung ist neu. Kann ich hier aussuchen. Grün hatte ich, wirksame Grün hatte ich. Also es ist ein bisschen so rollenspielmäßig aufgestaltet. Eigentlich schon, es ist eigentlich ein RPG-Spiel, glaube ich. Müsste es eigentlich sein. Und ja. Es erinnert mich ein bisschen an Skyrim, so mit Drachen töten und so. Ah, nur ein kleines bisschen. Und mit Start, Pausenmenü. Ach, hier kann ich ganzen. Kann ich Karte, Aufträge, Ausrüstung, kann ich mir anschauen, okay. Gut, und hier haben wir einen Salde. Greift den Viereck oder Dreieck an, okay. Also, ihr seht schon, hier, ich spiele auf der PlayStation 3. Oh. Boi. Der Drache ist richtig geil gemacht. Der Drache ist übel Hammer immer. Alter, sieht der geil aus. Wow, der sieht richtig geil aus. Und hier haben wir unseren ersten Gegner. Kann man nicht die Gegner nennen. Aber die Drachen haben sie geil gemacht. Also, okay, komm. Ja, falls noch jemand nicht weiß, was ein First Look ist. Ein First Look ist
einfach nur ein, sagen wir mal, 45 minütiges Gameplay über das Game. Hier. Wenn ihr diesen Stein berührt, könnt ihr Vasallen genannte Verbündete gewinnen. Okay. So. Untersuchen. Ein Riffstein ist ein Stein mit seltsamen Zeichen. Mit ihm könnt ihr Vasallen aus irgendwelchen anderen Ländern holen. Oder Welten holen. Jo, jetzt habe ich zwei neue Vasallen. Also Vasallen ist hier, sind in diesem Spiel Verbündete, die uns verfolgen. Folgen, ja, Begleiter halt. Gut, und wir können sie auch Befehle geben. Wie zum Beispiel hierher. Oder Hilfe. Oder da lang. Oder Hilfe. Also zweimal Hilfe gibt's. So. Ist ja auf Hilfe und ja. Muss ich mal gucken. Und halt mit First Look. Wir spielen den Anfang und ich let's playen werde ich diesen Titel nicht, da ich zurzeit viele andere Pläne habe, viele andere weitere Projekte. Und ja, Drake Sogmare sieht mir eher so aus wie so ein Skyrim Let's Play, wofür man so um die 100, über 100 Parts hat. Was ist das hier? Und das wollte ich eigentlich nicht. So, mit immer blüht mein mit immer blüht mein Schwert und mein Schild. Keine Ahnung warum. Oh ja, und hier haben wir ein kleines Mietzekätzchen. Mit L3 könnt ihr rennen, solange ihr ausreichend. Ah, okay. Na gut. Was ist da? Ey. Ach, komm hier rein? Hier, komm mal rein. Nee, doch nicht. Doch. Und mein Controller ist leer. Muss ich ja gerade sehen. Ich hoffe mal, der reicht aus. Für die paar. Na, für die 30 Minuten. Ups. Gut, jetzt haben wir noch. Also, jetzt haben wir den gerettet. Und. Ja. Weiter geht's, Leute. Auf geht's. Salde, Quinze und noch Anna. Strike it when it alights. I have it. Was ist das? Ah ja, und natürlich die Tiere. Schlage zu, ich mach. Hä? Was? Ich hab gerade gar nicht verstanden, aber so die Tiere natürlich. Fiktive Charaktere, also fiktive Tiere einfach ausgedacht, also. Naja, ist halt so rollenspielmäßig. Und so mittelaltermäßig kann man ja auch dazu sagen. So Dragon's Dogma. So. Komm runter, ey. Komm. Und weiter geht's. Aber es ist echt gut, dass wir schon seit Anfang an hier Begleiter haben. Und die Kampfsysteme, das ist echt auch cool gemacht. So. Man sieht so aus, als ob meine Begleiter überhaupt nichts abkriegen. So, die Eule sollen wir jetzt hier irgendwie ziehen, aber ich komme da nicht hoch. So, jetzt da. Oh. Aber jetzt. Die geht schon auf den Boden und 4 gegen 1. Das ist lässig, haben wir es geschafft. Komm. So. Gut. Und, oh, noch paar. Also wir haben am Anfang ein Schild und ein Schwert. Vielleicht ändert sich hier das noch, aber da weiß ich nicht ganz genau, ob so ist. So, haben wir jetzt weitere Verbündete oder... Ja, Überlebende sind das, okay.
Ich schlafe. Warum schlafe ich? Hallo? Bestimmte Veränderungen, die bieten können Schwächungen, die Schlaf gibt oder Blindheit verursachen. Achso, okay. Aha. So. Und wir haben jetzt wieder weitere Verbündete. Okay, Verbündete kann man jetzt nicht sagen. Aber sie werden uns bestimmt helfen. Wo sind meine? Die folgen mir, gut. Kann ich das öffnen? Nee, kann. Oder geht das? Öffnen, doch, öffnen geht. Was ist das? Flüssiger Elan. Okay. Ach, hier, flüssiger Elan ist, ach, die, also wenn das erscheint, das ist dann so Leben wiederherstellen. Und ja. Jetzt sind wir wieder fit. Die große Halle. Alles ziemlich zerstört. Das war der Drache. Und jetzt kommen wir wieder zu einer Filmsequenz. Und jetzt, Alter, was ist das für ein großer Löwe? Oha. Und was hat denn der da auf dem Rücken? Was ist denn das? Das ist ja ein, ein mutiertes Dreiergeschöpf. Nämlich Löwe, Bergziege und... Ja, kann man dazu sagen, Anaconda, Schlange. So. Alter. So. Alter. Und wo ist überhaupt mein Leben? Ist das da unten links? Also die 813, ist das mein Leben? Ich weiß es gar nicht. Und der hat mich hier eigentlich recht gefangen genommen. Und lieber bin ich hier vorne bei dem Löwen als hinten bei der Schlange, weil die Schlangen kann ich überhaupt nicht. Oh, jetzt liegt er ohne zweiter rauf, immer rauf. Aber da sieht man, so liebe kleinen Kinder, die hier zuschauen werden. Aber ich hoffe, ja, okay, ja. Also, ich hoffe mal, dass ein paar zuschauen. die Tiere gab's nicht. Früher. Das sind nur Ausgedachte. Die sind nicht real. Nee, aber. Was eben cool gemacht. Und ich kämpfe immer wieder gegen diesen Löwen. Gar keine Chance hat. Ach, starker Angriff habe ich auch noch. Hier, Dreieck. Aber weil man stark angemacht, oder? Okay, immer. Na, los. So, ich brauche Hilfe. Oh ne, und. Na gut, jetzt kriege ich wieder Gesundheit dazu. Und man muss mal gucken. Wohl der harte Angriff ist nicht so gut. Und die Schlange ist erledigt, jawohl. Und ich glaube, ich greife die ganze Zeit immer den falsch an, oder? Ich hätte. Wir müssten jetzt auf die Ziege gehen. Ach ja, Leute, ich wusste nicht. Ich glaube, dann muss schon wirklich von hinten nach vorne. Geht das dann? Und dann haben wir dann zum Schluss nur noch den Löwen, den wir dann besiegen müssen. Und jetzt ist die Ziege auch tot. Und jetzt nur noch der Löwe, der brennt. Und der ist jetzt gleich tot. Noch nicht mal ein Viertel. Naja, jetzt haben wir ihn auch gleich geschafft. Oh. Jetzt ist der Löwe im rasenden Zustand. Komm ab. Los! Komm! Los, Löwe! Geh zu Boden! Du würdest eh sterben!
Gleich ist er weg. Und genau jetzt. Am Ende. Das Ende am Anfang. Erfüllt. Auftrag gemeistert. Yippie. Und da haben wir unseren ersten großen Feind erledigt. Und es geht weiter. Mit einer 5-Sequenz. Oder? Nee, doch nicht. Wieder mit dem Ladebildschirm. Aber ich muss ruhig sagen, dass der Ladebildschirm haben sie geil gemacht. Was ist jetzt? War das jetzt auch so ein bisschen so Tutorial-artmäßig oder? Die Reise beginnt, ja. Und uns hier die Menschenzeitalter vergehen. Französisch, le plaisir, das köstliche und immer wieder originelle Vergnügen einer nutzlosen Beschäftigung. Henri de Rougemont. Und das ist der richtig stark gemachte Drache. Wird er da gerade so in der Art geboren oder erscheint er jetzt in einer neuen Welt? Aber ist eigentlich früher Drache? Ich weiß es gar nicht. Das ist auch noch so ein Mythos, ne? Ob es damals wirklich Drachen gab? So eine Geschöpfe wie dieser? Die dann die Herrscher des Himmels waren. Die Eigenschaften mancher Waffen und Rüstungen sind noch begünstigt und jetzt können wir unseren Charakter bearbeiten. Ich mach's kurz und schmerzlos männlich, jawohl. Das sind wir. Name, wir sind der liebe, gute Shoxplay. Oder ne, ich nenne mich mal Shoxy. Ist ja cooler. Achso, siehst du. So. Ist ja eigentlich schon mein Spitzname. So. Es. Unser Spitzname Hai ist der Skorpion. Skorpion. Ich bin der Skorpion King. Fortfahren. So, also. Ich kann hier nur auswählen, wie ich sein möchte. Ich bin ein junger Kerl. Nämlich Imcheck. Ja, er bin ich. Der Typ 1. Bestätigen. So, Name Shoxy. Ja, ja, passt. Passt. Mit diesem Charakter spielen. Und jetzt haben wir unseren ersten Charakter erbaut. Heute, wie an jedem Tag, branden Bälle sanft an dem Strand, der in der Nähe eures kleinen Fischerdorfes, mit warmer Sonne und den Kostbarkeiten des Meeres. Punkt, Punkt, Punkt. Inhalt wird gespeichert, Dark Arisen. Ich finde den Ladebildschirm, den feiere ich gerade so sehr. Da bin ich. Ein junger Mann, der endlich
mal ein Krieger werden will. Und seine erste Herausforderung annehmen möchte. Und das ist meine Geliebte. Bloß sie liebt mich nicht, aber ich muss es ihr beweisen, dass ich ihr Herrscher bin. Geh, meine Damen. Geile 10, muss man dazu sagen. Und jetzt. Geht's los. Bin ich gerade schon? Nee. Doch. Und das ist die Drachensprache. Und jetzt würde es eigentlich erst richtig beginnen. Dragon's Dogma. Eigentlich dürfte ich gar nicht mehr leben.
Das Haus des Älteren. Es ist Zeit, eure Reise als Erweckter zu beginnen. Aber bevor ihr euer Herz vom Drachen zurückerhalten könnt, müsst ihr euch vorbereiten. Fordert den Drachen heraus. Okay. Also der Drache hat unser Herz gestohlen. Und jetzt... wollen wir es wieder zurückbekommen. Aber hier, eure Laufbahn bestimmt eure Standardattribute, eure tragbare Ausrüstung und eure Fertigkeiten. Achso, stimmt. Jetzt kann ich aussuchen, wer ich sein möchte. Entweder bin ich der Magier, der Streicher oder der Kämpfer. Also Kämpfer, Nahkampf, Streicher, Fernkampf und Magier halt, ne? Mit Magie. Und so. Aber... ich bin ein Kämpfer von Gottes Natur. Und ja, Schoxi. Und auf geht's. Ihr könnt euch mit einer Primär- und einer Sekundärwaffe ausrüsten. Primärwaffen 4, wie Schwerter oder Dolche, sind unverzichtbar. Sekundärwaffen wie Bögen oder Schilde können sich als hilfreich erweisen. Verlasst den Raum. Grafik ist jetzt so nicht die beste, aber... Tell me if aught changes here. All right. Okina, also. Besiegt ihr Gegner oder erfüllte Aufträge, erhaltet ihr dafür Erfahrungspunkte. Mit jeder Stufe verbessern sich die Attribute. Mit Start könnt ihr das brauchen. Ja, das weiß ich doch. So, kann ich mit ihr reden, ja. Überreichen, fortfahren. Okay, mehr ist hier nicht. Wohl doch, ich muss mich verbessern. Look, die Grafik, die geht. Also ich habe schon schlechte Rollenspielgrafik gesehen. Also jetzt mittelalterliche. Ja, wo soll ich jetzt lang? Hier. Öffnen. Kassades. Okay, also so die Landschaft haben sie ja, finde ich jetzt nicht so gut hinbekommen. Aber so, sonst, wenn man so ernst nah an diesen ganzen Steinen ist, bis jetzt im Haus, ist es schon wirklich sehr detailliert gemacht. Und jetzt gucken wir erstmal, wo wir hin müssen. Unten links haben wir die Karte.
ansprechen. Okay, also. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich glaube da jetzt nicht lang. Ich gehe erstmal. Ich rede erstmal mit denen hier. Ja, halt, die habe ich schon angesprochen. So, hier. Ach hier. Okay, ich habe kein Geschenk. Aber trotzdem. Oh, also ich habe mich gerade verdrückt, aber. Und jetzt haben wir eine Aufgabe hinzugekriegt. Aufgaben können sich abhängig von eurem Fortschritt durch das Spiel ändern. Außerdem könnt ihr euch im Auftragsbuch über eure aktuellen Ziele informieren. Personen mit einem roten Symbol verfügen über Informationen, die für euren derzeit vorrangigen Auftrag von Bedeutung sind. Habt ihr mehrere Aufträge, so bla bla bla. So. Bringt Benita Heilpflanzen. Dann wollen wir mal der Benita Heilpflanzen bringen. Machen wir Karte. So. Das ist jetzt erstmal unsere Karte. Und ja, wo muss ich eigentlich hin? Ach so, das ist die Umgebungskarte. Karte von Gransis. Ich lüpfe jetzt einfach mal weiter hier rein. Erwerbt Ausrüstungsgegenstände und nützliche Dinge in Lehnen oder bei erfahrenen Händlern, die ihr auf euren Reisen trefft. Na gut. Wie hält denn er das Schwert? Sieht so aus, als ob er es hinter sich hinterher schleift. Some terror, that dragon, eh? Wo hier kann ich die ansprechen? Ah, okay. Ich glaube ein bisschen rum hier. Ich will euch mal ein bisschen die Karte zeigen. Was los? Ja, also von außen, von weitem sieht's nicht gut aus, die Grafik, wenn man so verguckt. Aber dann, wenn man näher rangeht, dann sieht man doch, dass es sehr detailliert ist. Hier mit den Grasbüschen zum Beispiel. So, kann ich hier rein? Die Dorfkirche. Und hier haben wir einen Auftragsgeber. In the wake of the dragon's coming, many of the villagers have come to offer prayers. As a novice and a newcomer, I welcome the chance to be of use, but my scriptures are missing. I have yet the if you come. Okay, also seine heiligen Schriften sind weg und wir müssen jetzt finden. Nur kann ich jetzt irgendwie hier die Aufträge hier, Aufträge. So, wir haben jetzt hier zwei Aufträge, ja. Gut. Verlorener Glaube, Blumenlieferung. Und das ist hier die Haupt. Also so für. Also die Hauptquest, also damit man dann schneller hingeht. Glaube ich jedenfalls. Ich weiß es nicht. Ja, und.
'Twas me. I confess it. I took the father's book from the chapel. Ich guck dann mal, wo ich da hin muss. Wer bist du? But I was in such a panic as I just wanted to look at it, just curious. Forgive me. I cannot remember where I lost it. I thought to steal a glance and then read it, but the dragon came and I dropped it as I ran. Cor, what am I to say? Du blöder Tibi. Also der Typi hat ein Buch geklaut, aber er hat es irgendwie wieder verloren durch den Drachen. Naja, kennt man ja, ne? Immer gleich die Schuld auf andere schieben. Und ja, so gehe ich ob jetzt eigentlich hin. Na, man kann auch überall hin, das finde ich recht cool. So, auf dem Dach. Ich würde mal sagen, ich gehe da mal da hinten hin, wo das schwarze Teil ist. Ich krieg auch keinen Fallschaden. Ist auch recht cool. Also, es war ja zwar auf zwei unrealistisch, aber trotzdem ist es gut. Muss man nicht so viel achten darauf. Und jetzt eine weitere Filmsequenz. Man you are speaking with. He's of the pond. They come from not. Und der sah jetzt so aus, als wäre er mein Begleiter. Er ist ein Vasalle und er. Ja, ich muss nicht jetzt mit jenen so groß sprechen. Und Rook ist unser jetzt wirklicher erster Begleiter. So, Rookie. Rocky. Ich nenne ihn Rocky. Und war hier lang. Mit ihm kann ich hier immer reden. Hey. Gathering ingredients, hey? You are okay. I suppose the villagers take turns. Also können wir jetzt hier lang? Können wir hier weiter? Geht das? Verlassen, ja. Und jetzt verlassen wir das Gebiet und gehen jetzt einmal zum ersten Mal raus. Überhaupt auf die Landschaft. Und mit unserem Geleiter. Ich hoffe mal, dass wir jetzt draußen sind. Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie groß dieses Open World Geschehen ist. Ja. So, Aufbruch, ja, wir verlassen jetzt unser kleines Dörfchen. Und gehen jetzt die Musik im Hintergrund finde ich auch recht cool. Oh. Und jetzt. Ja, geht, dass ich damit angreifen muss. So, und jetzt helfen wir diesem Typen. In manchen anderen Rollenspielen war es dann auch so, dass ich dann, also wenn wir ihnen geholfen haben, dass er uns dann irgendeine Belohnung gab. Vielleicht gibt er uns ja auch was. So. So. But thanks to you, it was own wares I lost. I'll consider it a bond. So, wenn Gegner so stark sind, dann versucht eine neue Stufe zu erreichen. Okay. So. Nehmen. Purchasing equipment here in Cassidy's will make for a safer trip to the encampment. Seems we're most likely to find what we seek near trees.
Okay, hier kann ich irgendwo anders hin. Also ich glaube jetzt schon. Ich glaube nicht, dass ich bis da hinten hin kann. Da ganz oben hin. Aber ist doch eigentlich ein bisschen Open World. Ich kann es euch jetzt leider nicht sagen, ob es größer ist als bisher meine größte Spielwelt, die ich bisher gezockt habe. Namens Skyrim. Ich glaube, die ist größer als von Far Cry 3. Far Cry 3 ist ja in diesem Sinne auch eigentlich Rollenspiel, also nur richtige Rollenspiel-Game. Aber wir sind hier bei Dragon Dogma und möchten uns auch über dieses Spiel unterhalten. So. Da hinten ist ein weiteres Dorf. Gucken. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, wir können nur dritte Person spielen, ne? Ich glaube schon. Finde ich schade, aber naja, kann man nichts dagegen ändern. So, betreten. Die Hauptstadt ist der beste Ort, um Gegenstände aller Art zu kaufen. Ja, aber was ist denn hier die Hauptstadt? Sind wir hier im Lager? Ah, okay. Zu diesem Stein gehen wir jetzt mal, dann kriegen wir nämlich einen weiteren Verbündeten. Hoffe ich mal. Ja. So. Habe ich jetzt einen neuen Dings? Ich habe es leider nicht durchgelesen. Ja, welche Prüfung? Was für eine Prüfung? Ja, und jetzt? Was soll ich jetzt hier machen? Times are hard. Immer aufspringen? Nee, will ich nicht. So, warte mal. Kann ich hier mit denen reden? Ja. Nee. Weggehen. So gut, naja, ist egal. Wir gehen jetzt weiter. Der Stützpunkt des Aushebungstrupps. Aber man kann nicht so wirklich richtig mit den Typis hier kommunizieren. Aber ja. Schade. So, gucken, wo es jetzt weitergeht. Ach, kommen wir vielleicht da hoch. Leiter benutzen, siehst du? Ich wollte schon sagen. Ah, schöne Aussicht von hier oben, aber bringt uns eigentlich nichts. Und jetzt probiere ich mal. Krieg ich Stutschern? Oh doch. Hat keiner gesehen. Je tiefer ihr fallt, desto mehr Schaden nehmt ihr. Ach so. Naja. Also geht's jetzt wieder zu einer weiteren. Was, die Bestie kommt? Also der Drache oder was? Weil ich weiß nicht, ob die mit der Bestie jetzt den Drachen meint, denn es gibt ja noch andere Teile. Also auch andere Bestien. Wie zum Beispiel vorhin dieser Löwe mit Schlange und Ziege umrücken. Also bin ich mal gespannt, was jetzt hier los ist. Was hier abgeht.
Und das ist eine andere Bestie. Aber was das ist? Was ist das? Oha! Ja, dann. Und ich bin ja fast tot. Mensch, das ist jetzt vielleicht nicht so gut. Aber naja. Oh. Was? Huh. Der hat immer zugeschlagen. Da war ich tot. Was ist denn hier los? Oh, na toll. Jetzt echt? Ernsthaft? Wirklich? Ach so. Kann ich... Ja, wie kann ich jetzt die Stufe aufsteigen? Ich habe echt keine Ahnung. Fotos brauche ich nicht. Ausrüstung. Habe ich was zur Ausrüstung? Hier, Körper. Toll. Ionix. Naja, also. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie ich die Stufe ändern kann, also wie ich eine Stufe aufsteigen kann. Also ich werde mich jetzt einmal heilen. Wieder 402 und jetzt werde ich nochmal versuchen, den Typ hier anzugreifen. Die Straßen sind einigermaßen sicher und frei von Monstern. Es gibt keine Schande, vor einem übermächtigen Feind zu fliehen. Es ist keine Schande. Ja, den kennen wir doch schon. So, warte mal, soll ich hier noch so viel Teufel töten? Und immer irgendwie auch mich fernhalten von diesem großen Biest. Und jetzt kommt er auch zu uns. Oh. Alter, ich bin fast weg. Steh auf. Oh, weg! Ernsthaft? Kann ich hier nicht lang? Scheiße. Ich muss den töten. Oh Gott. So, pass auf, ich bin jetzt Stufe 3. Ich versuche die ganze Zeit das einzupacken. Aua. Aber irgendwie zieht es keinen Schaden ab. Große Viech hier. Du kannst machen, was du willst. Das will nicht kaputt gehen. Und jetzt hat das Rad irgendwie so einen Bug. Und er bewegt sich nicht, obwohl jetzt bewegt er sich wieder. Naja, doch ein bisschen fliegt er immer wieder ab. Alter! Wäre doch wie rumgeflogen, ja, ich wäre tot gewesen. Also. Soll ich da um den Rumpfschein oder was? Und dann ist er tot, er ist gleich tot. Jetzt komm. Ja, let us return to the encampment.
leave it to me. So, warte, zum Lager zurückkehren. Okay, dann werden wir mal reingehen und vielleicht kriegen wir jetzt den weiteren. Also wir mussten jetzt irgend so eine Prüfung bestehen und vielleicht war das ja die Prüfung. Ne, wo war? Wo war denn jetzt? Ach, hier. So, bin ich jetzt fertig? Eckball, der sich im Kommandoquartier des Lagers auffällt, bietet verschiedene Dienstleistungen für Abenteuer an. So. Hiermit ist diese Prüfung beendet. Ihr seid wahrlich der Erweckte, ohne jeden Zweifel. Wählt nun einen Gefährten für die Reise, die vor euch liegt. So, jetzt können wir uns den zweiten Begleiter holen. Diese aussuchen. Okay, den ersten konnten wir sie jetzt nicht aussuchen, der war einfach so vollgeschrieben. Und jetzt mal gucken. Ach, den ach, war sein an. Ah, okay. Den können wir jetzt selbst anpassen. Okay. Gut, dann machen wir mal männlich. Den nennen wir. Ja, wie nennen wir den denn? Den nenne ich mal Kalle. Nee. Ich nenne ihn Stolperjochen. Spitzname ist Bite the Face. Und ja, fortfahren. So, Statur. Wie soll er denn sein? Ja, Stolperjochen. Der ist ja gut. Typ 1, Typ 2, Typ 3, Typ 4 und ich weiß nicht, wo sich jetzt was ändert. Naja. Einmal wieder Typ 1. So, besteht ihn. Also, ach so, für so. Ne, ach, brauche ich nicht. Besteht ihn. Fortfahren. Jetzt muss ich ein paar Fragen. Welchen Wesenzug schätzt ihr bei einem Gefolgsmann besonders? Einen Willen, Geistesgegenwart, Weitblick, Führungsstärke. Ein eiserner Wille. Welche Strategie sollten eure Mitstreiter im Kampf verfolgen? Alle Feinde töten. Euer Mitstreiter rettet eure Gruppe und wendet so das Blatt zu euren Gunsten. Was sollt ihr dabei sagen? Überlasst sie mir jetzt. Holt zum tödlichen Schlag aus. Wäret ihr König, welches Geschenk würde euch am meisten erfreuen? Ein Zaubertrank, der 100 Jahre Jugend schenkt. Ein mutiger Held, der nach euch die Regentschaft übernehmen kann. Die Regentschaft. Die große Liebe, ein majestätisches weißes Pferd. Ein Pferd wäre auch nicht schlecht. Wo ein mutiger Held, der nach euch die. Okay, komm, ich mach mal ihn hier. So, er ist Streicher, Magier, Streicher, Kämpfer. Oma als Kämpfer. Das ist aber zwei Kämpfer und ein Magier. Vielleicht kriegen wir noch einen Streicher, so als Sniper. Der sich so verkämpft mit
Pfeil und Bogen und dann so ganz langsam auf das Auge zielt und dann jeden weghaut mit seinen Pfeilen. Ich werde Dark Arisen, glaube ich, länger spielen als First Look. Also über eine Stunde werde ich ja zocken. Da es mir wirklich richtig Spaß macht, muss man sagen. Our fealty is sworn to you, Arisen. From this day, the Legion's men call pawns live and die by your command. Seit wann habe ich jetzt mit immer 6 Begleiter? Stufe 4, da ihr der Erweckte seid, steht euch ein loyaler Vasall zur Seite, für euch auf eurem gesamten Abenteuer begleiten wird. Zusätzlich zu diesen Hauptvasallen könnt ihr 2 weitere Vasallen zur Unterstützung anwerben. Also insgesamt 3 Begleiter. Mensch, gar nicht mal so schlecht. Juri! So, jetzt haben wir hier Rock und Stolperjoche. Okay. Und weiter jetzt. Oh, was ist denn das? Mind you, that is a skill better honed in practice than in the heat of mortal combat. I can help in that regard, should you. The man of the inn, let me be. Nee, kein Bock. Your task. Übungsländer. Die Übung beginnen. Ja. So, ich glaube, ich habe jetzt ein kleines Tutorial gestartet für die Begleiter, so wie ich die Begleiter einsetzen soll und so. Kann sein, weiß ich nicht. Ja, und jetzt? Aufgabe, Kisten holen. Der von euch erstellt der Hauptschall. Ergreifen, so. Und jetzt, ist das so ein Wettkampf oder was? Komm, den krieg ich. Meine Kiste! Und runter und los. Enough. Genug. Und ich hab gewonnen. Next is a large group. A company all will begin. You'll about destroying. Okay, so ein Minispiel war das gerade. Get them all before my count ends. So, ich bin bereit. So, Vogelscheuchen. Sind das jetzt die Verachtung? Okay, das sind Vogelscheuchen. So, und weiter jetzt. Anna, pop, pop. So, haben wir noch einen? Hier oben. Und er hat noch nicht angefangen zu zählen, also haben wir noch Zeit und wir sind durch. Mensch! Bist du richtig gut? Ja, ja. In der letzten Übung geht es wieder um Vogelscheuchen. Hat schon wieder Vogelscheuchen zerstört. So. Naja, dann werden wir die wieder kaputt hauen. Die Vogelscheuchen. So, pass auf. So ist kaputt. So. Da ist auch noch einer.
Los hoch, Stolperjoche. Und wir haben es geschafft. Dankeschön, Dankeschön. Wir haben $1,500 Münzen dazu bekommen. Jetzt haben wir 5.500 Münzen. Wie ist das? Jetzt haben wir es schon viel besser drauf. Und ja, das, wir waren jetzt gerade im Trainingsfeld und jetzt geht's weiter. Zu einem anderen Ort. Ein neuer Bereich wurde freigeschaltet. Besucht den Dorfpier von Casarades bei Nacht, um mehr zu erfahren. Okay. Und der Golfpier, der ist bestimmt. Das Lager? Golfpier? Ist das der Golfpier? Der Mamiya-Fahrt. Der Mamiya-Fahrt. Was ist das hier? Der Mondsichelpass. Die Ebene von Esther und da oben müssen wir hin oder was? Ja dann! Auf geht's! Kann ich jetzt? Ich finde schon mal cool, dass hier mehrere Leute gehen. Das ist mehr als bei anderen. Guck mal, jetzt kommen wir hier mal links lang. So, jetzt kann ich nicht mehr laufen. Jetzt bin ich fertig. Da, Meister Wölfe. Oh. Ah, da. Die Wölfe sind cool gemacht worden. Und Stolperjoch ist ja tot. So, aber so, Stolperjoche. Die Kiemen haben doch alle besiegt. Und so können wir, glaube ich, auch Erfahrungspunkte sammeln und Stufen aufsteigen. So. Stolperjoche ist wieder fit. Und die Wölfe machen Rückzug oder was? Aber natürlich sind die Wölfe in einem Rudel. Und können deshalb mit der Mehrzahl angreifen, mit der Übermacht. Aber trotzdem sind wir besser. So, was haben wir hier? Wolfspelz. Ach, nehmen wir mal einfach. So, Stolperjoche greift wieder an. Wenn Stolperjoche einmal angreift, dann bleibt nichts mehr da, wo es war. So, weiter geht's. Hey. Geh zur Seite. Und Brock ist fast tot. Alter. Und ich wollte ja abhauen, aber die Wölfe sind ja zu 15, also 10 kamen die auf uns. Aber so, naja, wenn sie unbedingt wollen, dass sie sterben. Na los. Joche, du Stolperjoche, hau mal sie weg. Rocky! So, jetzt haben wir ihnen Hilfe geleistet. Aber wir können, also die sterben nicht, die Vasallen. Man kann sie immer wieder wiederbeleben. Das ist auch gut gemacht. Los! Also ein bisschen finde ich das ein bisschen wie Dragon Age Origins. Also ist zwar, also Dragon Age, ist zwar weit davon entfernt, aber trotzdem ein bisschen davon ist es. Nein! Komm her! Bleib stehen! Gut! Und jetzt
geht's weiter, nämlich wir wollten hier hochgehen, genau. Einfach mal hier hoch. Vielleicht gibt es da oben eine richtig geile Aussicht. Wer weiß, wer weiß. So, mein Charakter kann schon wieder nicht. Der ist schon wieder fix und fertig. Los, Rock. Helf mir mal ein bisschen. Danke. Gut, gut, gut. Was? Schurken? Oh. Oh, ich bin fast tot. Alter, du, ich bin echt tot. Alter, willst du dich verarschen? Nein. Und jetzt bin ich wirklich gestorben. Na gut. Aber ich möchte jetzt auch nicht mehr so weit. Ja, weitergehen. Denn ich glaube, es reicht aus. Für dieses First Look namens Dragon's Dogma. Und jetzt sind wir wieder hier im Lager. Mit Stolperjoche und Rock. Also ihr könnt bei Dragon's Dogma könnt ihr insgesamt, wie viel waren es, 3 Begleiter haben, könnt ihr selber machen. Also könnt, das wurde ich gerne gemacht, dass man diese Begleiter wirklich selber gestalten kann, wie ihr sie haben wollt. Mit dem Namen, mit der Kraft, also was sie sollen, was sie machen sollen, was sie für Fertigkeiten haben. Und so, das ist echt cool gemacht, muss man sagen. Und ja, also wer Langeweile hat und wer gerne wirklich ein riesen Fan ist von mittelalterlichen Rollenspielen, bei denen ist das Herz auf der richtigen Seite, wenn man sich dieses Spiel hier kauft. Also es ist echt genial gemacht. Ich bin wirklich überrascht. Richtig cool. Und ja, dann verabschiede ich mich mal mit meinen 3 Begleitern und wir sehen uns dann.